geilste Wahlparty aller Zeiten! Oh. Ja, weg in Nordrhein-Westfalen gibt es natürlich nur noch ein Thema, das heißt Sparen, Sparen, Sparen. Aber die Parteien wollen das am Wahlabend so richtig krachen lassen, oder auch nicht. Ich zum Beispiel gehe zur SPD und ich freue mich drauf. Moment. Ich gehe zur SPD. Du gehst schön zur CDU. Was soll ich denn? Nee, Freundchen, das wurde ja vor. Soll ich was gehen? SPD. Arschloch! You gotta fight for your right! Das ist Partyberichterstattung und mein Kollege ist bei der SPD und ich möchte hier ja, nichts in nichts lassen. Da wird die Stimmung wohl ganz schön im Keller sein. Ja! Da gehe ich auch mal von aus. Deshalb lassen Sie uns erstmal zuprosten, das ist ja viel wichtiger. Was haben Sie denn verbrochen, dass Sie hier hin müssen? Bitte? Auch bei zwei Plätzen schon nicht klar, Leute. Ja, ich habe hier noch einen Deckel liegen auf den Namen Hannelore. Gut, das Ergebnis kannst du auch nicht schönreden. Natürlich ist das. Schön saufen vielleicht. Schön, ach. Frau Bundeskanzlerin, komm jetzt mal bei mich bei. Frau Bundeskanzlerin. Könnte uns mal noch jemand Bier bringen? Sind die auch schon weg, oder? Ja. Eins, zwei, drei, sechs Stück. Mal Prost auf den Sieg. Auf den Sieg. Auf den Sieg. Noch einen Kita-Platz weniger. Ja, wie heißen Sie denn? Carsten. Achso, Andrea. Andrea? Ja. Frau Kraft, jetzt wäre es ja mal Zeit, der Person zu danken, die den Sieg erst möglich gemacht hat. Norbert Röttgen, oder? Sie sind gar nicht Herr Röttgen. Ich glaube, Herr Röttgen ist der Appetit vergangen heute Abend. Ich esse noch. Also Sie sind ein Röttgen-Double sozusagen. Nein, ich bin auch kein Röttgen-Double. Ich bin ein RTL-Moderator und Reporter. Ach so. Sie sind ein ZDF-Kollege, der auch mal meine Brille braucht. Brille ist gut, ich brauche Wasser. Ja. Hey Carsten, das ist die geilste Wahlparty aller Zeiten. Oh. Du gehst bestimmt auch gerade total ab, oder? Yeah. Danke. Haben Sie Lust, mit mir noch ein bisschen abzudancen jetzt hier vor der Kamera? Wir legen da ein bisschen flotte Musik runter. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen gesungen und die Leute haben nicht schlagartig den Raum verlassen. Ganz kurz, nur nach dieser historischen Wahl. Wo ist denn die Toilette? Da müssen Sie außen rumgehen. Jetzt nochmal tanzen. Alles klar. Naja. Mensch, war ein Rissen. Ich habe langsam Mitleid, ehrlich. Ich komme jetzt zu dir, dich trösten. Carsten, ich habe uns was mitgebracht, was zu trinken hier. Von der SPD. Röttgen! Röttgen! Alter, du bist total stramm. Röttgen, hör auf. Das ist peinlich. Röttgen. Das ist fürs ZDF, das ist peinlich. Ja, ach, ich warte. Arschloch. Entschuldigung. Röttgen. Mach direkt noch eine an Karl-Heinz. Die sind doch immer so lustig.